Kühlflüssigkeit. Kontrollieren und gegebenenfalls nachfüllen. Mini Cooper. Motorraum bei geöffneter Motorhaube. Könnt ihr vorne den Motor ja sehen und rechts davon im vorderen Bereich ist die Kühltemperatur für den Motor. Nicht dort. Das ist die Scheibenwischanlage. So, wie können wir jetzt mal schauen, ob genug drin ist? Erstmal ebenerdig und dann seht ihr dort den Minimalfüllpunkt und hier oben ist der Maximalfüllpunkt. Das heißt also, in unserem Fall ist es voll drin. Wir müssen gegebenenfalls nichts nachfüllen. Wenn ihr aber doch was nachfüllen wollt, dann öffnet diesen Deckel. Achtet aber darauf, dass ihr ihn entweder was stehen lasst vorher oder ganz langsam öffnet, weil da kann heißer Dampf rauskommen. Weil der Motor wird heiß und danach wird natürlich auch die Flüssigkeit heiß. Und deshalb solltet ihr dort immer mit Vorsicht dran gehen und das langsam und behutsam. Wenn ihr es dann geöffnet habt, dann könnt ihr hier nachfüllen. Und denkt dran, nicht über die Maximallinie füllen und nur nachfüllen, wenn es vonnöten ist. So, danach macht ihr wieder zu und ihr könnt wieder durchstarten. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon.